Hallo! Du willst wissen, wie man eine Sitzbank, ein ganzes Bett und sogar noch eine Küche mit fließendem Wasser in einem Camper installiert? Dann bleib dran, denn das zeigen wir dir jetzt. Hallo! Mega, wie riesig die sind. Ob die da reinpassen, ey. Was ist da drin? Ja, Wasserkanister wahrscheinlich, weil das ist schwer. Guck mal rein. Ja, ich glaube, das ist ein Wasserkanister. Und die willst du beide da runter kriegen. Die sind wirklich groß. Das ist ja witzig, ey. Probier mal aus, ob die hier reinpassen. Also so nicht. Musst du so machen. So könnte jo, reinpassen. Könnte doch passen. Und nebendran ist noch Platz für den Kühlschrank. Na gut. Erstmal meckern, ne? So. Da kommt unsere nächste Lieferung. Honorable Luxury, was ist da drin? Mann, auf Gold. Das ist aus Bambus. Nicht auf Gold? So sieht das aus, Schatz. Nein, keine Ahnung. Das ist unser Wasserhähnchen. Der sieht doch schön aus, aus Bambus. Nice, oder? Unser Waschbecken. Wow, und ist der dolle schwer? Geht, oder? Naja, so 10 Kilo wiegt er schon, ja. Guck mal, schön tief auch. Schön. Richtig schön. Küche ist uns da schon sehr wichtig und hier ist alles mitgeliefert. Siphon, Sieb, Schlauch. Alles dabei? Ja. Alles dabei. Küchenzeile sein, das ist einmal der Boden. Genau das gleiche Stück wird nochmal oben drüber gesetzt und das verschrauben wir jetzt alles miteinander. Und zwar installieren wir jetzt die Küchenplatte. Da haben wir uns das hier geholt. 18 mm dicke MDF-Platte. Aus dem Baumarkt. Und unser Gerüst steht schon da vorne. Und jetzt machen wir mal die Küche. Okay, wir machen das hier alles gerade zum allerersten Mal. Ich habe noch nie irgendetwas in dieser Art verbaut. Ich habe gar keine Ahnung. Und wir gucken jetzt mal. Jetzt haben wir die richtigen Maße hier aufs Holz gekritzelt und jetzt müsste das passen. Daumen drücken, dass nichts schief läuft. So, da haben wir hier schon den Wasseranschluss, den wir gestern vorbereitet haben und müssen das einfach nur noch miteinander verbinden. Das ist so einfach, das hätte ich mir im Leben nicht erträumen lassen. So, und jetzt, wie wir sehen können, ist die Wasserpumpe und der Schlauch lang genug. Vielleicht sogar zu lang. Vielleicht müssen wir noch was kürzen. So, jetzt würde ich ganz gerne erstmal testen, ob das überhaupt funktioniert. So, wir haben unser mobiles Studio nach außen verlegt. Um mal einfach mal zu testen, ob das hier funktioniert. Also Meister, Wasserpumpe ab rein in den Kanister. Okay, sie pumpt. Und es kommt Wasser raus. Und schon befinden wir uns wieder im Inneren unseres kleinen Versuchlabors. Küche. So, wir haben das Siphon abgebaut, weil wir der Meinung sind, wir brauchen das doch nicht so in diesem ganzen Maße. Es war uns auch ein bisschen überdimensioniert und jetzt haben wir uns hier so einen Schlauch geholt, den wir jetzt hier dran machen und dann geht das Abwasser in diesen Kanister und aus diesem Kanister beziehen wir dann unser Frischwasser. Wir haben hier auch noch Platten besorgt, um das Ganze hier nochmal drauf zu machen und zu befestigen.
Auch noch so eine kleine schöne Verkleidung haben wir jetzt auch noch mittlerweile drauf gemacht. Ja, und dann wird das alles hier nochmal befestigt. Wenn ihr euch nochmal ein extra Video wünscht, nur zur Küchenmontage und Elektrik, dann schreibt es doch einfach mal in die Kommentare. Ich würde ganz gerne eins machen, aber ich weiß nicht, ob sich das lohnt, ob sich da genügend interessierte Leute finden. Wir bauen das Ganze jetzt erstmal zusammen, transportieren das in den Van und dann zeigen wir euch das Endergebnis. So, wir haben jetzt das Kabel von vorne, das Pluskabel, was wir am Stecker gehabt haben, das andere, haben wir jetzt hier nach vorne gezogen, einmal hier an die Sicherung dran, wir sichern das mit 2 Ampere. Jetzt haben wir hier einen Flachstecker, den machen wir schön fest. Schrauben. 100 mm und fixieren das mal. Sieht doch richtig schön stabil aus. So, wir haben jetzt hier unser Lattenrost endlich fertig gemacht. Und ich finde, das sieht richtig geil aus. Das ist echt stabil. Aber wir haben jetzt hier zur Sicherheit nochmal einen Querbalken in die Mitte reingemacht, weil wir nämlich planen, dass in diesem Van 6 Leute sitzen können. Und davon wären dann eben 2 Sitzplätze hier auf diesem festinstallierten Bett. Aber das Lattenrost, das nehmen wir gleich nochmal raus, weil wir müssen ja hier noch stehen und arbeiten. Jetzt haben wir uns 2 Platten besorgt, wo wir dann mit unserem Hintern drauf sitzen werden. Die sind 13 mm stark. Die sägen wir jetzt zurecht und bauen die hinten ein. Ist an! Oh, das ist ein schöner Hintergrund. Also, das ist das Ende dieses Videos. Möbelausbau Teil 1 beendet. Bett, was haben wir noch gemacht? Die Sitzbank haben wir gemacht, die auch Teil des Bettes ist. Genau. Und die Küche. Wobei die noch nicht ganz fertig ist, aber das seht ihr dann in unserer Roomtour irgendwann einmal, wie das dann in Wirklichkeit aussieht. Ja, und einen richtigen Plan haben wir nicht. Wir haben einfach angefangen mit etwas Vorstellungskraft. Ist dann nicht so geworden, wie wir uns das vorgestellt haben. Also ist geworden, wie wir es uns vorgestellt haben, aber der Plan war dann irgendwie doch ein bisschen anders. Aber es ist dann trotzdem irgendwie so geworden und deswegen will ich damit noch sagen, traut euch einfach ran und macht's. Fangt einfach an. Plant ein bisschen vor, aber irgendwann muss man auch einfach anfangen, weil sonst kommt man ja zu nichts. Ne? Genau. Und bei uns ist das jetzt auch so, dass wir sehr zufrieden sind mit dem Ergebnis. Irgendwann haben wir festgestellt, nach 1-2 Wochen, oh hoppla, das wollten wir eigentlich ein bisschen anders machen, das sollte doch ein bisschen anders sein, aber dann muss man auch mit den Fehlern lernen oder die Konsequenzen dann auch einfach lieben. Ja, aber wir haben das so ein bisschen ausgerechnet und manchmal ist dann jetzt doch irgendwie das ein oder andere Zentimeter größer oder kleiner. Wenn man da jetzt natürlich nicht so 100% die Maßen so unbedingt machen muss, dann kann man das auch ganz gut ein bisschen frei Schnauze machen. Bei uns hat es jetzt nicht geschadet, ob wir jetzt 1 Zentimeter etwas weiter vor sind oder zurück. Und deswegen
würde ich jetzt mal sagen, hat alles gut funktioniert. Ist ganz gut geworden auf jeden Fall. Ich bin auch sehr zufrieden. Und wenn ihr zufrieden mit dem Video seid, dann lasst doch einen Daumen da, abonniert unseren Kanal, dann verpasst ihr auch das nächste Video nicht. Denn wir fangen jetzt direkt im Anschluss an das Ende, an dieses Ende, fangen wir an, die Toilette auszubauen. Und das seht ihr dann in unserem Möbelausbau-Video Teil 2. Na. In diesem Sinne verabschieden wir uns und begrüßen euch hoffentlich dann nächste Woche wieder. Macht's gut, bis dahin, fertig.